Heute zeigen wir euch mal ein ganz außergewöhnliches Wohnmobil. Ja, obendrauf wahrscheinlich eine skandinavische Flagge. Das werden wir gleich mal kurz erklärt bekommen, wo der schon überall war und was man damit machen kann. Er heißt Brauner Elch und ist von einer Firma ausgebaut worden, die eigentlich Pferdetransporter baut. Denn die Familie, die ihn fährt, ist absolut pferdebegeistert. Und ja, er darf das anderthalbfache vom Eigengewicht sogar ziehen, hat hinten eine ganz große Kupplung dran und Riesenraum, ja. Brauner Elch. Ja, wenn ihr euch mal ganz kurz vorstellt. Ja. Markus Mössner, mein Name, wir kommen aus Ulm. Meine Frau Vanessa. Hallo. Hallo, ich grüße dich. Hallo. Er hat ein ganz tolles Fahrzeug, braun, eine sehr außergewöhnliche Farbe. Ja. Ist ja so, ich sag mal, die fällt auf, oder? Ja, also meine Frau ist Braunliebhaberin. Das vorige Fahrzeug war in Schokobraun lackiert und da haben wir original das Schokobraun wieder hergenommen für den Elch dann. Ja, das ist außergewöhnlich. Er fällt gar nicht so sehr auf als Wohnmobil, dadurch, dass er braun ist, oder? Kaum. Nee, es ist sich gut. Ja, es ist außergewöhnlich, das heißt nicht so ein typischer Aufbau, sondern das Ganze steht ja auf dem Fahrgestell vom LKW drauf. Dadurch ist alles sehr hoch. Ihr habt wahrscheinlich unglaublich viel Platz in dem Fahrzeug, oder? Ja, aber man kann nie genug haben. Also Empfehlungen, Stauräume sind ganz wichtig und ich glaube, da haben wir alles ausgeschöpft, was es gibt. Ja, das ist so. 7,5 Tonnen, den kann man auflasten. Das ist wahrscheinlich so. Er kommt von der Firma Müller Pferdetransporter in Zeitlofs. Stimmt das? Ja, genau. In der Nähe von Fulda. Ja, obendrauf, da sieht man es ganz genau. Da ist ein Topsleeper, hast du es genannt? Ja, für zwei Personen durchaus, ja. Und ist der gut, der LKW? Der ist sehr gut, ja. Also er fährt gut. Also 100 kann man wirklich fahren und das macht er gut. Auch die Steigungen, gar kein Problem. Ihr habt die Möglichkeit, von innen ins Cockpit zu gehen? Ja, ganz genau. Wir können von Fahrerseite hinten reinsteigen, was auch wichtig ist, auch unterwegs, dass man sich unterhalten kann oder mal Nachschub von den Fahrern bekommt. Ne? So, jetzt ist ja die Frau meistens die Fahrerin, ist das korrekt? Leider nein. Sie verweigern oder den Führerschein, ich arbeite sie jedes Jahr neu. Ist ja gar nicht so aufwendig. Also den, was ist das, C1E oder sowas? Ja, ganz genau, C1E, ja. Den man fahren kann. Ja, ihr habt jetzt eine Markise drauf gemacht, auch die braun, eine Originalmarkise von Yamaha, die war vorher nicht drauf. Die war nicht drauf, ne, die haben wir nachträglich installiert. Und auch vorne dran dieses, wie sagt man da, dieses Vorzelt nochmal, dass man noch ein bisschen mehr Raum schaffen kann. So ein Sonnenschutz. Ja, Frauen und Campen, ja, das ist ja so das große Thema, wenn man so im Sandkasten ist, zum Beispiel in Südfrankreich, man will es ja ordentlich haben, oder? Auf jeden Fall, ja. Und ich denke, da haben wir alles erfüllt. Wir haben eine riesen Küche, offen natürlich, also ja, alle Wünsche wurden erfüllt, meine und deine. Große Staubsauger an Bord. Ja, vorne steht das Hotel und Restaurant Seligweiler drauf. Ja. Das seid ihr, oder? Ist unser Sponsor, also ich sponsor mich selber, ja, ganz genau. Okay. Das ist toll, ja. Da vorne ist so eine kleine Treppe, die fährt wahrscheinlich ein. Die können wir reinklappen, bei Bedarf. Ja. Auch für den Fahrbetrieb. Ah, manuell, im Prinzip manuell. Wenn es elektrisch ist. Ja, ist doch gut, ja. da kann auch nichts kaputt gehen. Ja. Ja, eine starke Auffälligkeit ist hinten die Klappe, die drauf ist. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, nicht nur die Pferde hinten zu ziehen, sondern ihr könnt sogar eine Pferdekutsche einladen. Aber nicht nur das, ihr könntet theoretisch sogar fast ein kleines Auto einladen, wenn es nicht länger ist wie 2,50, oder? Ja, würde funktionieren. Durchaus, ja. Ja, ja, wenn du das mal kurz aufmachst. Auch mal, ja. Ja, spannend. Das heißt, ihr habt das Fahrzeug komplett selbst entworfen, oder? Nee, wir hatten viel Hilfe von dem Pferdetransporthersteller. Der hat uns ja die Basics quasi gegeben. Wir haben nur unsere Wünsche noch geäußert. So, wie schwer darf man denn sein, um hier hochfahren zu können? Die Kutsche hat durchaus 400 bis 500 Kilo und das zieht die Winde auch ganz gut weg, also das geht. Okay, da ist eine Winde innen drin, das heißt, die zieht das rein. Die ist wahrscheinlich hinten an der Wand entsprechend verstärkt befestigt, oder? Die ist unten am Boden ordentlich befestigt, genau, und geht über Fernbedienung, Batterie und dann kann ich das Ganze da rein und rausziehen. So, das heißt, ich brauche jetzt keine Angst zu haben, wenn ich hier mit meinen 90 Kilo hier draufsteige. Alles gut. Okay. Wir waren noch beide drauf. Da ist die Winde da. Ah, jetzt sehe ich es. Okay. Da ist ein Kräftedreieck drunter. Ja, also solide Konstruktion auf jeden Fall. Ja, stark ist auch das Hubbett hier oben drauf. Das geht mit Gurten, wird dann rauf und runter gezogen. Das heißt, ihr könnt es praktisch hochziehen bis hier oben rein, oder? Komplett. Dann ist es oben bündig und dann kann man hier die Kutsche reinfahren. Dann von der Höhe her gar kein Problem. Ja, das heißt, ihr habt es jetzt natürlich als riesen Stauraum. Ja. Das ist was, was man sich wirklich wünscht, oder? Ja, ich habe noch einen Fahrradständer und dann platzieren wir dann die Fahrräder und dann halt die Vorräte für unterwegs. Und wir sind halt Skandinavien, die Fans sind eher da unterwegs, aber Corona bedingt jetzt einfach doch eher regional. Ich muss mal blöd fragen, da vorne die Flagge, das ist Finnland, oder? Schweden. Schweden. Ja, ich hab ja keine Ahnung, muss ich dazu sagen. So sieht's aus. Lapinkulta habe ich mal in Finnland gehabt, da war ich einmal da. Ja, wir waren auch vor, in Finnland. Wir waren in Finnland? Ja. Und das war schön? Ja, wir waren bis hoch bis Rovaniemi, bis zum Weihnachtsmann und wieder zurück. Der Weihnachtsmann? Ja. So,
So, was ist da drin, darunter? Also da haben wir den, also wir haben ja außen auch verschiedene Staufächer. Ja. Hier ist die Klappe, da geht es einfach zum Tank. Dieseltank, okay. AdBlue, muss man auch rankommen. Ne? Genau. Ist der jetzt auf oder ist zu? Ist auf. Ich würde mal gerne reingucken, dass die Leute interessiert ja immer, ja. Was ist denn da so drunter? Ist der großer Tank? Ja, 110 Liter. Er könnte größer sein, aber wenn man halt längere Etappen fährt, muss man jeden Tag mal tanken. Und rechts ist AdBlue? AdBlue, ganz genau. Okay, das heißt, der AdBlue ist fast größer wie der Diesel. Okay. Was ist so der Verbrauch bei dem? 20, 25 Liter muss man rechnen. Okay, das heißt, hat 5,5 Liter, hast du mir erzählt, oder? Roundabout? Ja. Der Motor? Ja, genau. Super. Da 22 PS. Ja, er kommt von unten raus quasi, oder? Er kommt gut, ja. Ja. Wenn du mal so lieb bist, oben drüber aufmachst, ja. Was ist da drin? Dann haben wir Stauraum einfach. Also einmal haben wir den Wassertank. Da ist der Wassertank. 400 Liter? 400. 400 Liter. Ich glaube, das ist so Minimum, was man braucht mit vier Leuten, oder? Ja, ja. Also der reicht schon eine Woche auf jeden Fall. Ja. Das ist gut. Und dann halt Stauraum, was man so braucht für die Kinder, Spielsachen. Die Gartenmöbel verschwinden dann darin, der Tisch verschwindet drin, die Liegestühle. Man hat ja doch einiges dabei. Ja, ja, ich sehe schon, du bist ein starker Family Mann. So, da ist jetzt was drin? Da haben wir den Stauraum, da ist die Sachen drin für WC, also sag mal bitte. Die Chemietoilette. Muss das unbedingt mal sehen. Ist zu? Ja, ist auf, sehr gut. Ah, okay, das heißt, ihr habt eine Chemietoilette drin? Genau. Keinen Festtank, oder? Nee, kein Festtank. Okay, alles klar, dann habt ihr das so reingemacht. Da kann man auch die Schuhe reinmachen, wenn die jetzt schmutzig sind. Ja, genau. Innen drin ist Riffelblech, alles drum und dran. Genau. Toll. Ja. Dann halt die Toilette selber, ne, wo man dann entleeren ist da vorne, das normal ist. Kassette einfach. Okay, genau. Super. Ja, dann gehen wir einfach mal rein, wenn ich darf. Die Frau hat schon gesagt. Ich zeige dir die Technik. Die Technik, zeig mal. Ja. Genau, einfach mal sehen. Gebäudetechnik. Die Gebäudetechnik. Ja, das ist ja schon im Prinzip Haustechnik wie zu Hause oder so ein bisschen, die Verrohrung. Genau. Wir haben auch Klimaanlage, Heizung und Klimaanlage. Sehr cool. Das ist jetzt ein bisschen eng, aber es ist schön, wenn man dann einen Stellplatz hat. Können wir ein Licht anmachen dann hier. Zack. Ja, warte mal kurz, da vorne ist die Duo-Kontrolle mit drin. Ja. Sehr schön. Die haben wir nachinstalliert, die war am Anfang nicht mit dabei. Okay. Ja. Nachinstalliert haben wir auch den Inverter, damit man auch während der Fahrt die Klimaanlage innen betreiben kann. Das habe ich auch. Das ist praktisch. Die hinteren ganz schön schwitzen, wenn es heiß ist. Ja, das stimmt. Ja, da vorne ist das Ladegerät, das heißt, also um die Batterien aufzuladen. Aber was habt ihr hier für Batterien drin? Nur die eine. Nur die eine? Nur das die Land. Eine. Ja, ja. Okay, das heißt, ihr habt die Lichtmaschine, die macht dann genug Power, oder wie? Genau, die lädt die dann, genau, ja. Und wenn wir halt stehen, steckt man ein und dann wird die Fahrerbatterie geladen über den nochmal. Okay. Und dann die hier wird geladen über das andere Ladegerät. Okay, das heißt, die Lichtmaschine, die muss dann ordentlich sein, oder? Ja. Okay, da vorne ist die Klima? Nee, oder das Heizung? Ist die Heizung, Entschuldigung. Ja, okay. Heizung und das ist die Klimaanlage, das ist die Klimaanlage. So, diese Klimabox, weil wir oben am Dach natürlich keinen Platz mehr haben durch die Höhe. Ja, der ist, wie hoch ist er? 93. 93, okay. Das ist natürlich auch entsprechende Höhe, wo man nicht überall durchkommt, oder? Nee, muss ich aufpassen. Ja. Okay. Ist da noch mehr hin? Na, nur ein Stauraum für Werkzeug. Stauraum, okay. Werkzeugkiste mit dabei, auch wichtig. So, da vorne ist der Stromanschluss. Genau. So, ja, cool. Er hat natürlich Spiegel vorne, das ist ganz praktisch, dass man auch vorne sehen kann, was davor ist. Ja, ganz genau. Ja. Super. Der braune Elch, ja, die Frau ein Braun-Fan. Wahrscheinlich liegt es an den Pferden, oder? Fast, ja. So die Erde, einfach die Natur. Also er passt sich sehr gut der Natur an und Schweden ist einfach unser Lieblingsland. Ja. Deswegen brauner Elch. Da haben wir eine ordentliche Tür drin, mit einem ganz normalen Schloss drin. Das heißt, ja, das, solide. Ja, das ist auch wichtig, dass keiner so schnell reinkommt. Ja, genau. Ja, ich gehe mal vor, wenn ich darf. Super, hier vorne sind die Schuhe. Er ist schon ein bisschen anders wie jetzt in Morelo oder so. Das heißt, das hier ist so richtig Haus. Ihr braucht natürlich nicht so sehr zu achten aufs Gewicht dann. Genau. Das heißt, ihr habt jetzt normale Möbel drin oder ist das auch schon Leichtbau hier? Nee, das sind wirklich schwere Möbel. Ja. Okay. Also solide Schreinerarbeit. Ja. Ja, stark ist hier die Raumhöhe. Warte, ich gehe mal kurz hier hoch. Ich bin 1,83. Du bist wie groß bist du? 1,90. Ja. Und da ist noch guten Meter Platz. Ist noch Luft nach oben, ja. So. Er schwankt auch ein kleines. Freunde, die hier schon drin waren, sagen, das ist das Schöne, dass man hier die Raumhöhe einfach hat, was man in den normalen Wohnmobilen nicht immer hat. Ne? Ja, jetzt ist schön warm, das heißt die Klimaanlage, die macht er ab und zu mal an? Ja. Ja, jetzt ist sie gerade aus, weil wir das nur so lüften und ab sonst würde es jetzt laufen. Ja. Also ich muss mir ganz kurz mal gerade einen Eindruck verschaffen, ja. Das, ich gehe mal kurz in die äußerste Ecke rein. Das heißt, hier habt ihr eine große Küche mit drin. Genau. Da habt ihr oben die Schränke mit drin. Hier vorne schläft wer hier vorne? Wir wechseln uns ab. Momentan schlafe ich da drin und meine Frau und ein Kind schläft hier, das andere Kind schläft ganz hinten. Okay. Wir teilen uns so auf, je nach Laune dann einfach. Ja, da vorne ist die Haustechnik, Dometic, genau. Ja. Die ist hier vorne drin und eine Tuma-Heizung. Das heißt, das ist alles relativ einfach. Genau. Das ist nichts groß irgendwie mit Leidenschaft. Nicht so viel Elektronik, ganz genau. Ja, ja. Okay. Gerade wenn man unterwegs ist, dass es halt auch zuverlässig funktioniert. So, das ist ein Fernseher. Wahrscheinlich klassisch, Sat-Anlage oben, Megasat. Netflix habt ihr auch?
Nee, so weit sind wir noch nicht. Wir sind noch offline. Hier vorne ist ein Schrank drin. Okay. Ja. Bleibst verstanden. Da ist ein großer Kühlschrank dran. Ein Dometic, oder? Ja. Okay. Ein Tedford. Ja, Tedford. Genau, ein kleines Gefrierfach. Ja, zeig mal kurz. Ich will mal reingucken. Möwenpick. Chocolate Chips. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. So, unten drin was. Schauräume letztendlich für Töpfe, für ja. Teller. Hier genauso Teller, Vorräte. Alles. Ah, mach da vorsichtig auf. Ja, genau. Stark, das sind, ja. Die sind wirklich groß. So, oben drüber, was ist da drin? Aufstau für, was haben wir da noch? Ja, Lebensmittel ein bisschen. Ist Jokebe, die Aktivkost. Ja. Das heißt, gar nichts mehr geht, Joke. Mit viel Eiweiß. So. Und da vorne ist die Sitzgruppe. Ja, ja, die ist ordentlich, die Sitzgruppe. Das heißt, man kann sich auch so ein klein wenig hinlümmeln dann abends. Auf jeden Fall. Wir können den Tisch runterlassen, da kommt noch ein Polster drauf und dann ist es wie ja, eine Sofalandschaft. Okay. Und natürlich auch nochmal Stauraum. Also unter jeder Bank ist nochmal eine Klappe mit Stauraum. Ja. Man muss bedenken, wenn wir 3 Wochen in Schweden sind, müssen wir uns ja gut vorbereiten. So, da vorne sind die Batterien, die Lichtschalter da, wo sie hingehören. Ja. Ich zeige mal gerade die Profile hier. Also das merkt man, dass ein Pferdetransporter ist. Das heißt, alles ganz solide. Ja. Ja. Toll. Hier vorne ist die Luftheizung damit drin. Ja. Entweder Heizung oder Klimaanlage, je nachdem, was halt gerade in Betrieb ist. Ja. Ja, cool. Ja, und hier ist Bad, oder? Jetzt geht's weiter, genau. Da kommt dann der Vorraum. Einmal Dusche, die gar nicht in Betrieb ist, aber da könnte man jetzt duschen. Wir haben jetzt gerade auch Stauraum für die Wäsche. Das ist schon groß hinten mit dem Bett. Ja. Alles klar, wenn jetzt hier die Tür zu ist, man kann sich auch so ein bisschen aus dem Weg gehen. Ja, aber, ja, absolut. Ja. Absolut. Das heißt, wenn einer mal keine Lust auf den anderen hat. Genau. Oder will einfach war so gedacht, wenn 2 Parteien mal unterwegs sind oder so, dass jeder für sich sein kann. Weil die Leute nämlich immer sagen, ja, keine Lust aufeinander, das gibt's gar nicht. Mhm. Ich verstehe mich immer. Mhm. Und wehe, man hat mal einen Schnupfen oder will mal wirklich alleine sein. Das ist echt groß hier, das gefällt mir. Und auch sehr solide, die Konstruktion des Bettes. Ziemlich schwer, also da passiert auch nichts. Toll. So, und hier vorne hat man dann die Stufen dazu. Mhm. Ist das okay für die Kinder, hier hochzukommen? Ja. Ja, ja. Und so, und sagen wir am Anfang, wenn sie klein sind, dann muss man schon aufpassen, dass sie nicht runterfallen dann noch. Aber jetzt mittlerweile haben sie alle das Alter erreicht, wo nichts mehr passiert. Ja, da jetzt zufällig rauszufallen, da muss man sich schon wirklich anstellen. Ja. Okay, das heißt Dusche, hier vorne haben wir dann noch Regale. Genau. Da könnt ihr auch genug haben. LED-Lampe oben drin. Yes. Die habt ihr nachgerüstet, oder? Nee, die war drin. Die war drin. Mhm. Cool. Wie cool. Genau. Ja, ist schon was ganz anderes, wie das, was ich normalerweise immer filme. Wenn du mal so lieb bist, dann mal auch machst. Und dann natürlich. Ah, frei, warte mal, ich zeig mal gerade das Schild. Ja, das hat unsere Tochter entworfen, genau, frei und besetzt, genau. Okay, da, das heißt, da ist kein Schloss drauf, ne? Genau, genau. Und hier, das Interessante, die Tür ist gleichzeitig auch die Tür für hier. Zack. Okay, das heißt, du kannst hier zumachen, wenn du mal ein großes Geschäft machst. Ja, dann stürzt die da auch nicht, die da gerade. Damit du die Leute nicht zustinkst. Okay, und das Waschbecken ist ordentlich. Mhm. Ja, ein kleines Hotel auf Rädern. Kann man so sagen, ja. Alles dabei, was man braucht. Sag mal, es gibt ja Leute, die haben denn eine Ferienwohnung als Beispiel, sich selbst zugelegt. Ist das eure Ferienwohnung, kann man sagen? Ja, auf jeden Fall. Ja, fast unser zweites Zuhause. Ja, zweites Haus. Auf jeden Fall. Ja, ich bin ja auch rund 100 Tage bin ich unterwegs im Wohnmobil. Ja. Ein Jahr, wenn ich so drehe, auf Drehtermine und so. Mhm. Das heißt, ihr seid fast jedes Wochenende dann weg, oder wie? Nein, so nicht. Aber eher dann, wenn die Ferien sind, dass man halt mal länger weg ist. Okay. 2 Wochen, 3 Wochen. Ja, das haben wir jetzt auch gemacht. Das heißt, ihr steht normalerweise länger jetzt hier auf dem Platz? Oder seid ihr nur ein paar Tage? Wochen. Zwei Wochen. Normalerweise, wenn wir Skandinavien sind, machen wir 2 Tage und dann wieder weiter. Aber jetzt einfach durch die Umstände. Corona. Ja. Setup, das heißt, wenn ihr jetzt startet und ihr baut auf, wenn ihr jetzt nur mal kurz stehen bleibt, ihr seid so in 10 Minuten bereit, dann? Ja, wir sind so eingespielt mittlerweile, auch die Kinder, das geht wunderbar, ja, doch. Also, gefällt mir. Die Rüstzeit ist halt, wenn man also mal daheim losfahren möchte und vor der Reise, bis halt LKW beladen ist, bis alles drin ist, also ein Tag Rüstzeit muss man dann schon rechnen. Das ist nervig, da sagt meine Frau, die sagt immer, dass das Einräumen ist das Allerschlimmste, das Ausräumen geht denn. Das geht aber nicht. Zeig mal gerade, da vorne ist die Tassimo, die darf natürlich auch nicht fehlen. Ein guter Kaffee ist ordentlich. Ja, absolut. Ja. Okay. Ist das gut, das System hier von Jakobs? Ja, wir hatten vorher eine Filterkaffeemaschine und wir hatten vorher schon mal Tassimo und haben gesagt, nee, Tassimo kann wieder her. Mhm. Und ich habe vorher auch gehört, unser Nachbar drüben, der hat auch Tassimo. Das ist doch cool gemacht hier mit den kleinen Schälchen, die drin sind. Ja. Neckig. Also ich rede normalerweise immer so viel, weil ich mich da auskenne mit den Sachen, aber hier ist alles ganz neu für mich. Das heißt, die Fenster habt ihr ganz normale, das sind im Prinzip normale Campingfenster. Klassische Campingfenster, genau. Okay. Ja. Ich habe schon gesehen, es gibt da massivere. Gut, vielleicht im nächsten Wohnmobil werden es vielleicht andere Fenster, das könnte sein. Nee, es ist was ganz anderes. Also das hier ist wirklich sehr außergewöhnlich. Jetzt muss man dazu sagen,
Du hast die Zuglast gebraucht, also für hinten dran den LKW? Vorrangig war die Zuglast natürlich, die zu benutzen, genau. Und da habe ich sich überlegt, was machen wir, weil vorher hatten wir eine Kombination aus Pferdetransporter und Wohnabteil. Da war das Wohnabteil aber für eine Familie einfach zu klein. Und dann natürlich auch im Hintergrund die LKW-Maut. Mein bis 7,5 Tonnen ist immer noch mautfrei. Klar, wenn der Pferdehänger hinten dran ist, zusammen Maut. Aber so haben wir halt dann auch was für uns, wo man sagen kann, man nutzt das Ding öfters, weil Pferdetransporter haben wir nicht so oft benutzt eigentlich. Ist die Maut auch als Wohnmobil, wenn man dann über 7,5 Tonnen ist? Wir waren eine Zeit lang mautbefreit, aber jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr? Ja. Cool. Ja, Mensch, da sind wir schon fast zu Ende. Da sind die Kinder. Ja, ist es schön noch unterwegs zu sein mit den Eltern? Ja. Warum? Weil Spaß macht. Jetzt normalerweise, du bist jetzt, wie alt bist du? Ich bin 11. Du bist 11? Ja. Okay, das ist ja noch das Alter. Normalerweise ist ja so, die Kids hier irgendwann sagen, ich will nicht mehr mit den Eltern weg, aber das ist spannend, wenn die mitfahren? Ja, auf jeden Fall. Und Lana ist auch pferdebegeistert, Skandinavien begeistert. Also das ist die Familienzeit, die man wirklich nur für die Familie hat. Die geht im Alltag oft unter und wir genießen das alle. Ja, ich war jetzt mit meinem Sohn 5 Wochen unterwegs. Wir haben insgesamt über 20 Dokus gemacht. Meine Frau, die wollte einfach nicht mitkommen, weil die Zeit nach Corona, die war fix und alle. Mhm. Und als sie den eingeräumt hat, war sie wirklich ziemlich K.O. Okay. Und da haben wir gesagt, komm, du bleibst zu Hause bei den Hunden. Wir haben insgesamt 3 Hunde, auch noch jetzt einen Welpen neu. Da gibt es Storys. Ja, wenn man hier so steht, das Fahrzeug ist recht auffällig, man kommt schnell ins Gespräch, oder? Ja, es kommen immer wieder Interessierte, die gucken, manche kriegen den Mund nicht mehr zu. Also man ist schon eine Attraktion ein bisschen, ja. Okay. Ist der entsprechende Wertehalt, ist das schwer, sowas nochmal anschließend zu veräußern? Was denkt ihr? Oder ist das sehr gesucht, zum Beispiel bei Pferdeliebhabern? Oh, ich denke, gerade jetzt nach Corona ist es noch mehr gesucht. Und auch, wir haben es auch unter den Pferdeliebhabern schon gesehen, dass es einfach, ja. Ich hatte auch Anfrage von dem Pferdebauer selber, der hatte einen Interessent und der hat gefragt, ob ich nicht verkaufen möchte, weil ich schon die Idee hatte, vielleicht einen Allrad-LKW oder so. Aber jetzt haben wir gesagt, nee, momentan lass mich mal so. Okay, der ist jetzt Bauzeit, war ein ungefähr ein Jahr. Und der ist bei euch jetzt wie angelegt ungefähr, die Nutzungszeit, so 10 Jahre? Schauen wir mal. Oder länger. Das ist ja nicht nur ein Fahrzeug, das ist unser Zuhause. Da steckt unsere ganze Liebe drin oder unser ganzes, ja. Der ist so, wie wir es uns gewünscht haben und den gibt man nicht einfach wieder ab. Ich zeig mal ganz kurz mal rein, wenn ich mal reinhalten darf. Das heißt, man kann von innen nach außen durchgehen, das habe ich gesehen. Ja. Am besten, wenn ihr mal kurz die Tür aufmacht, dann halte ich noch kurz rein. Also ein bisschen aufschließen. Ach, seid so lieb, ja. Ist ja cool, der braune Elch. Ah, ist auf. Super. Dann komme ich mal kurz hier durch. Gehuscht. Die Fahrerschwingsitze habt ihr mit drin. Luftdruck. Ja, sehr angenehm. Auch Sitzheizung. Ja, das ist nämlich nicht selbstverständlich bei LKWs. Die Klimaanlage hat er auch hier vorne drin. Eine Klimaanlage drin. Das heißt eine Fahrerhausklimaanlage. Ja. Und oben ist natürlich noch der. Ist er noch ein Betrieb oben? Nein, das ist zu. Ja. Ja, schön. Ist er laut während der Fahrt? Nee, sehr angenehm ruhig. Also man kann sich gut unterhalten. Da fehlt gar nichts. Ja, und das ist natürlich eine Laufleistung ausgelegt. Wir sprechen ja bei den Fahrzeugen hier bei 500.000 Kilometer und mehr, oder? Ja, und jetzt haben wir erst 240 runter, also von dem her. Ist halt 240.000 schon runter? Ja, er hat ja vorher 210, als wir gekauft haben. Okay. Ja, und dann der Aufbau jetzt und wir sind vielleicht jetzt 30.000 Kilometer gefahren. Ja. Okay. Doch, und, aber das ist halt wichtig, dass man auch einen guten Unterbau hat, einen Untersatz hat, dass die Krücke nicht so alt ist, was man da drauf baut, dass man halt lang davon hat. Auch. Luftfederung? Ja. Und ich kann auch hinten rauf und runter lassen, je nachdem wie auch das Geländeniveau ist, dass man so ein bisschen anpassen kann. So, ich zeige euch nochmal kurz mal die Bereifung hier. Das ist schon ordentlich. Bis hinten sind wahrscheinlich 2 Reifen. Zwillingsreifen? Hinten sind Zwillingsreifen, okay. Genau, von der einen. Super. Ja, ich habe keine Fragen mehr. Dann erstmal vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Aus der Nähe von Ulm. Also wenn Sie mal unterwegs sind, das heißt, ihr habt ein Hotel und auch ein Restaurant? Ganz genau, ja. So, eine Rastanlage. Kommt in den Seligweiler Hotel und Restaurants rein. Da steht das Fahrzeug wahrscheinlich ab und zu mal. Da steht es ab und zu mal am Parkplatz rum, genau. Sehr gut. Ja, vielen, vielen Dank, dass wir mal so ganz spontan mal reingucken durften. Es ist jetzt wahrscheinlich so, dass die einen oder anderen schon mal filmen, oder? Ja, bestimmt. Also es sagt nicht oft jemand was, aber sie filmen dann einfach im Vorbeilaufen. Genau. Heimlich von der Seite. Ja. Na gut, ich habe ja voll gefragt. So, ich gucke mal auf die Uhr. Wir haben den 7. August 2020. Wir stehen auf dem Platz hier, der Name vom Platz? Gitzenweiler Hof, genau. Bei Lindau. Gitzenweiler Hof bei Lindau. Haben wir übrigens auch ein eigenes Video zu gemacht. Könnt ihr euch mal angucken, ganzen Rundgang, fast eine Stunde lang. Und ja, vielen, vielen Dank euch und vielen Dank euch auch. Ja, tschüss. Ciao. Super, danke sehr. Danke.